Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog und für mich auch schon zum Ende. Denn ich habe gerade gemerkt, ich habe gar kein Intro gedreht. Ich bin gerade am Schneiden und deswegen jetzt so nochmal eben schnell. Also, wo fangen wir an? Wir haben letzten Vlog ja Stroh zusammengeschwadet und wollen das jetzt aufpressen. Und da geht's im nächsten Clip schon weiter. Also viel Spaß mit dem Vlog und ab zum Strohpressen. Ja, ansonsten, das Presse läuft im Grunde ganz gut. Nur das Terminal schon wieder nicht. Wenn ich jetzt wüsste, warum. Also die Presse stand unterm Shower, vor Regen geschützt, aber natürlich ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Ob das jetzt schon gereicht hat, dass das Terminal schon wieder abstürzt? Ich hatte die letzten 400, 500 Ballen ja überhaupt keine Probleme mehr damit. Und jetzt fängt es wieder an. Ich hatte jetzt aber allerdings auch einen anderen Stecker hier jetzt mit dran. Die anderen beiden sind leider gerade losgegangen. Ich muss mal gucken, ob da der Schrumpfschlauch irgendwie abgezogen ist, als ich die Kabine hochgezogen habe. Beziehungsweise die Verbände irgendwie auseinandergegangen sind. Deswegen habe ich jetzt nur mal eben schnell das hier reingepackt. Oder ob da nicht genug Strom durchkommt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ah, ist natürlich jetzt ein Kabelwirrwarr, aber ja. Das hatte ich nämlich auch erst hier auf dem Stück gemerkt. Ich hatte den Computer erst eingesteckt und dann gemerkt, dass er nicht geht. Ja, Netzmesser brauchen wir nicht spannen, wir wollen jetzt auswerfen. Beziehungsweise wir spannen das Netzmesser beim Auswerfen. Ja, schon wieder aus. Oder ob er einmal wieder richtig warm werden muss oder zu warm ist jetzt von der Hitze. Der stand natürlich ja auch nicht in direkter Sonne unterm Schauer halt, aber sind 34 Grad draußen. Oh, ob er das nicht so mag, na, das kann ja herrlich werden. Drei Beine und schon Probleme. Was ein geiler Tag. Besser auch nicht. Ich wollte gerade optimistisch sein, aber kann nicht sein. Oh Mann. Ah, ja, das ist ja nervig, ey. Jetzt geht er echt ein paar Mal im Schwatt aus. Nicht nur beim Abschneiden, sondern vorher auch schon. Naja. Ich lasse es jetzt erstmal aus und gucke hier auf meine manuelle Anzeige. Dann sehe ich ja auch ungefähr bei dem dritten weißen Punkt, sind die 1,30 Meter groß. Dann halte ich eben an, mache Firmen an, dass er abschneidet. Da habe ich zwar keinen Ballenzähler, aber die sind ja eh nur für mich. Die kann ich auch so eben zählen. Das ist nicht ganz so wild. Aber zumindest läuft die Presse jetzt wieder ruhig. Wow. Ich glaube, ich habe es aber gefunden, warum der letztes Mal so geballert hat. Das werde ich euch nachher noch mal eben zeigen. So. Weil jetzt denke ich fertig. Stört jetzt bestimmt noch mal ab beim Schneiden. Ah, doch nicht. Gleich erst, wenn er abschneidet. Auch nicht, Mann. Das ist ja was, lass ich jetzt immer Video laufen, dann läuft das auch. Donnerwittchen. Da, jetzt aber, geht doch. Ja, ich muss mal eben gucken, das ist jetzt der zweite Ballen, den ich ohne Terminal quasi gepresst habe. Bin mir jetzt nicht sicher, aber dann weiß ich, wie viel Pressdruck er haben soll, weil mir der schien. Ja, guck, der ist total weich. Okay, ohne Terminal geht's nicht. Ich habe mich schon gewundert, dass da so wenig nur reinging. Das, ja, hier ist nur Luft drin. Den kannst du mit einem Arm hier so. Ich stell den mal hin, dass der auf jeden Fall in der HD-Bahn-Presse kommt, nicht zum Verkauf. So eine Luft will man ja nicht vermarkten. Ja, dann muss ich das Terminal doch anlassen. Auf jeden Fall, so gut es geht. Och Mann, kann das nicht einfach gehen? Zweck mehr, der geht jetzt alle 2 Meter aus. Entweder baue ich den jetzt ab und weiß nicht, ob ich den in den Kühlschrank lege oder so. Einer hat mir noch angeboten, hat auch noch so ein Terminal liegen, das die nicht brauchen. Habe ich mir das erstmal ausleihen, muss ich gleich mal eben telefonieren, weil so haut das überhaupt nicht hin, wenn das alles nur so Luftbälle werden. Man kann den Druck natürlich auch hinten einstellen und theoretisch kann man das Netz auch über Ablendlicht, glaube ich, schalten, war das. Ja, aber dann muss ich erst alles umbauen und so und ach, ja.
Strecke. Das habe ich mir anders vorgestellt. Die lief so schön jetzt, die letzten paar hundert Meilen. Ja, das ist ja wirklich komisch. So, wir hatten, beziehungsweise meine Frau ist gerade hier beim Auto. Und wir hatten das Terminal jetzt mal eben, wie lange war das, Viertelstunde, ins Auto gelegt, wo Klimaanlage lief. Und bis jetzt, also den Eingang hat es jetzt ohne Probleme gemacht. Ob es wirklich daran lag, dass es jetzt kühler ist, keine Ahnung. Bin gespannt, ich presse jetzt nochmal ein bisschen langsamer. Das vielleicht weh, wenn es ausgeht. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, was vielleicht daran liegt, dass das bisschen die paar Grad Unterschied ist ja heftig, wenn das wirklich so ist. Gleich ein bisschen besser. Also, ich habe eben noch ein zweites Terminal gekriegt, weil wir vermutet haben, dass es am Terminal selber liegt. Liegt es aber nicht. Wie man sieht, er stürzt immer noch ab. Also wir haben das eben, da ist das gleiche Problem gewesen. Ich nehme das jetzt nur, weil da ein Magnet dran ist. Das ist ein bisschen blöd, hier irgendwo dran zu machen. Hier hinten ist der Magnet anscheinend einmal abgewesen. Ja, liegt aber anscheinend irgendwie an der Presse, an irgendeinem Kabel. Wir haben ein paar Kabel abgemacht, noch ein bisschen Kontaktspray dran gemacht. Ja, sehen so aber alle nicht total scheiße aus. Ein bisschen Kontaktspray dran gemacht, aber Fehler ist leider immer noch da. Er wollte sich mal eben jetzt drum kümmern, beziehungsweise ruft morgen jemanden an, der bei Leli Baker gearbeitet hat. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht hinkriegen und das Problem mal sehen. Ich habe aber noch ein bisschen was umgestellt. Ich habe ja im letzten Vlog gesagt, dass ich gucken will, weil die Ränder vom Ball nicht immer schön bedeckt waren. Ich habe jetzt einmal hier die Bremse ein bisschen nachgestellt und die andere Netzbremse werde ich auch noch ein bisschen nachstellen. Ich bin der Meinung, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Das war, den Ballen danach. Ah, den muss ich mal eben binden. Ich habe die nämlich jetzt noch ein bisschen fester gemacht. Mal gucken, ob es dann besser aussieht. Moment, ich muss das Terminal mal eben anmachen wieder. Ja, eigentlich wollte ich schon längst zu Hause wieder sein, weil das war ja eigentlich nicht viel, was man hier pressen muss. Aber wenn das nicht hinhaut, dann dauert es halt doch ein paar Stündchen länger. Ärgerlich ist nämlich auch, wenn man das nicht mitkriegt, dass es abstürzt, dann wird der Ball zu groß oder ja, hat nicht genug Druck gekriegt. Ich meine, hier ist jetzt nicht 100% wichtig, wie groß sie werden, aber es soll natürlich trotzdem einheitlich einigermaßen werden. So, ist dann nämlich schon wieder aus. Also es muss irgendwie an der Stromzufuhr liegen, dass er irgendwo zu viel Strom auf einmal zieht und dann ausgeht. Oh, das sieht aber besser aus, zumindest auf der einen Seite. Ja, das sieht deutlich besser aus, wo hier die Bremse ist. Das muss ich auf der anderen Seite dann auch einstellen, dass er hier dann auch mehr bremst, dass es da noch mit rüber zieht. Ich glaube, das ist es. Okay, ja, besser auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war's. Ich fahre jetzt mal eben zu einer Fläche, wo er jetzt am Dreschen ist. Ich frage mal eben nach, ob ich das auch noch mit aufpressen soll oder ob das jemand anders mit wegholt. Herr Terminal, funktioniert auf einmal wieder. Also ich war eben an einer Fläche, da, ja, im Grunde dasselbe wie vorher. Wurde es irgendwann so schlimm, dass ich keine 20 Meter höher fahren konnte. Dann habe ich es immer aufgezogen, 2-3 Minuten gewartet, dann konnte ich wieder eineinhalb Meilen fahren, bis ich da fertig war. Das war nämlich nur ein Schwatz. Und dann bin ich zum nächsten Stück umgesetzt, habe dann Strom ausgezogen. Noch nach 10 Minuten, als ich da war, wieder eingesteckt. Und seitdem läuft es wieder ohne Probleme. Also das ist wirklich komisch. Wir werden das morgen wahrscheinlich einmal durchmessen. Und dann wird
Glück finden wir, woran es lag. Ja. Mal gucken, ob wir hier noch was wegholen sollen. Ein anderer ist mit seiner eigenen Presse nämlich noch hier. Das hat er gekauft, der Stroh. Und hinten läuft der Drescher noch, aber ganz viel liegt da auch nicht. Ich frage ihn mal, ob er das rund haben will oder ob das liegen bleiben soll erstmal. So, Presse habe ich schon mal ausgepustet und ziemlich sauber, weil da hinten sieht es ziemlich blau aus. Und da, ich weiß, eben kam schon ein Blitz darunter. Ich habe noch mit meiner Wetter-App geguckt. Da steht zumindest noch kein Regen drin. Da steht 0,0%. Quatsch, 0,0 Liter. Das soll eigentlich hier dran vorbeiziehen. Wir sind gespannt. Sieht man das? So leichte kleine Blitze sind da irgendwie. Ja, mit meinem Heu weiß ich auch noch nicht, ob ich es abschreiben soll oder nicht. Regen ist für morgen ein bisschen zurückgegangen. Zuerst waren 6 Liter für morgen ab 14 Uhr, jetzt sind es nur noch 3 und ab 14 Uhr auch nur noch 0,2 Liter, also eher gegen Abend alles verschoben. Vielleicht haben wir ganz viel Glück und da kommt nichts. Aber ja, meine anderen Flächen sind auch so in die Richtung da alle, wo das Heu jetzt gerade liegt. Ja, entweder kommt da jetzt was runter oder nicht, machen kannst du eh nichts mehr dran. Abwarten und gucken. Mehr ist jetzt eh nicht, da brauchst du jetzt sowieso nicht mehr hin zum Wenden und zum Schwaden auch nicht. Das wird jetzt sowieso, ich meine, wir klammern jetzt noch nicht jetzt, aber auch schon bald gegen Abend. Dann kannst du es lieber morgen früh machen. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen metrischer Romantik hier. Hatten wir dies ja auch gar nicht. Drohne habe ich auch nicht mit, schade. Und dass wir nochmal eben einen Drescher dies Jahr sehen. Dann noch bei so einem Hintergrund. Schön hier ein paar Hektar machen können, aber wann wird das machen? Keine Zeit. Vor allem jetzt sind wir mit der Presse unterwegs, Janik ist auch am Pressen bei sich. Ja, hat keiner Zeit zu leider. Also wer noch einen Drescher braucht, ist noch zu verkaufen. Kriege ich das noch eingefangen? Bestimmt nicht. Da so ein bisschen. Ein paar Lichtblitze da. Zumindest haben wir unser Stroh im Bein. Das ist schon mal gut. Wenn jetzt noch das Heu trocken bleiben würde, wäre natürlich ein Lottogewinn, aber ja, mein Gott, dann ist es halt auch so. So, der nächste Morgen. Heute Morgen gab es so ein ganz bisschen Regen. Ich habe noch nicht geguckt, ob irgendwie 1 Millimeter, 1,5, aber jetzt knallt die Sonne wieder. Dann habe ich mein Heu doch noch nicht ganz aufgegeben. Heute Morgen war ich nicht so guter Dinge, aber jetzt vielleicht doch noch mal gucken. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich die Presse abhängen und unser Stroh eben zusammenfahren. Und da denke ich, ja, habe ich so in der Kuhle gestern geparkt mit dem GT. Man kennt es. Warum ist das immer so? Immer nach dem Pressen gefühlt. Das war aber, ja doch, das muss der Reifen gewesen sein, den wir schon mal flicken oder nicht nur einmal flicken lassen haben. Ein paar Mal mehr, also ich fürchte, kleinen GT brauche einmal neue Hinterreifen. So leid es mir tut. So, mir tut es nicht leid, aber dem Geldbeutel. Ja, nützt nichts. Ich versuche den nochmal aufzupumpen, aber ganz lange wird er auch nicht halten. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, wir versuchen den noch einmal zu flicken für heute. Beziehungsweise rufen bei Emichholz mal eben an, ob die noch Reifen auf Lager haben. Und natürlich Costa Quanta, ob das irgendwie da reinpasst. Ja, und dann brauchen wir da leider mal irgendwas Neues. Ich meine, vorne sind die ja noch gut, die sind immer neu gekommen. Aber hinten sind sie ja fast, ja, wie gesagt, ich glaube die ersten Reifen noch, die da drauf sind, die machen nicht mehr lange, weil der war schon ein paar Mal mehr geflickt. Der andere hatte bis jetzt, glaube ich, noch nie was. Es war immer der Fahrtrichtung links, der Reifen, der was hat. Beziehungsweise vielleicht habe ich sogar noch was auf Lager. Ich muss mal eben schnell gucken. 34 Zoll, 480, 70, 34 sind da jetzt gerade drauf.
Oder ob da vielleicht auch größere aufpassen, wenn man kein Allrad anmacht, dann müsste es ja gehen. Ich glaube nämlich, dass ich meinem Reifensortiment, warte mal, wie viele Schrauben? 2, 4, 6, 8. In meinem Reifensortiment noch welche vom 600er habe, die etwas schmaleren. Und ganz viel Glück passen die da ja vielleicht rein, dass ich zumindest fahren kann. Allrad brauche ich ja nicht, weil das dann ja mit dem Vorlauf nicht mehr passen würde wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Jede Menge Reifen. Ganz in Ruhe könnte ich die schmalen hinten rauf machen, ist aber natürlich nicht ganz so schön von der Fahrt her. Das sind Vorderreifen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu klein. Ja, das sind ja nur Vorderreifen, das sind 26 Zoll. Das sind Vorderreifen 28 Zoll. Dann habe ich hier nur 600er. 665, 38. Die werden wahrscheinlich schon ein bisschen zu doll sein. Mehr habe ich hier leider nicht stehen. Nee, das einzige wäre, ja, erstmal abbauen zu Emichholz bringen. Oder sonst mit den schmalen mal eben fahren. Ich meine, das geht auch. Schön sind sie auch nicht mehr behalten, zumindest Luft. Ja, mal gucken. Ach, so, kurzes Telefonat gehabt und zwei neue Reifen bestellt. Ja, hat keinen Zweck. Wir haben die jetzt schon so oft gepflegt und das ist das Beste wirklich davon ab und die sind auch schon steinhart. Das habe ich jetzt gemerkt, wo ich den 611er gefahren habe. Da fährst du wirklich wie auf Wolken mit neuen Reifen. Quatsch, hier will ich hin. Einmal jetzt in sauren Apfel gebissen, dann hat man Ruhe. Das kostet ja so im Grunde auch Geld, wenn du jedes Mal hier aufpumpen musst und dann abbauen und wieder neu flicken lassen. Erstmal das Flicken und die ganze Zeit, die da flöten geht. Ja, nützt halt nichts. Die haben ihr Leben gelebt, haben gut durchgehalten, aber jetzt ist leider Zeit für was Neues. Passt natürlich immer nie rein, wenn sowas passiert, aber es, ja, nützt halt nichts, das ist so. Dann werde ich den jetzt aber nochmal eben einmal aufpumpen, in der Hoffnung, dass er noch irgendwie ein bisschen bleibt. Damit wir die Presse noch eben einmal rumfahren können und richtig sauber machen können. Ich hatte die gestern zwar auf dem Feld einmal mit der Makita einmal ausgepustet, aber so in jede letzte Ecke kommt man dann auch nicht, dass man eben einmal sauber ist. Und dann eben alles wieder abschmieren, beziehungsweise brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur, was waren das, 27 Ballen gemacht oder so. Ich hatte vorher abgeschmiert, dann müsste das eigentlich noch gut sein. Naja, die Reifen können wir morgen abholen, beziehungsweise werden morgen aufgezogen. Solange versuche ich das nochmal mit Luft denen am Leben zu halten, dass wir noch ein paar Ballen fahren können. Und dann werden die nächsten auch schlauchlos aufgezogen. Und hier ist ja im Moment auch ein Schlauch drin. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass in der Felge irgendwo ein bisschen was ist, dass er den Schlauch aufscheuert und dann ja, Luft verliert und kaputt geht. Deswegen werden die neuen dann wahrscheinlich schlauchlos aufgezogen. Ja, ich glaube, ganz lange Freude werden wir da nicht mit haben. Das kommt hier schon aus dem Ventil, also der Schlauch hat irgendwo einen Riss. Dann sieht das so aus, als wenn klein IH heute in Action kommt und vor großen Ballenwagen darf. Dann ziehe ich den hier eben schnell raus, dass man den irgendwo auf der Fläche nachher die Reifen abbauen kann. Und dann ja, gibt es morgen dann anscheinend mit neuen Reifen weiter. Ist natürlich ärgerlich, weil ich eigentlich noch pressen wollte heute. 611 hat noch keinen TÜV, darf noch nicht auf der Straße. Ah ne, doch, ich dachte der Schlauch wäre das nur, weil es doch der Reifen. Ja, wäre ärgerlich. Vielleicht doch noch mit dem Lohnunternehmer pressen. Wir werden sehen. Retter in der Not. Die laden wir jetzt mal eben schnell ab. Die lagen die ganze Zeit noch auf dem Anhänger die letzten zwei Tage. Und dann holen wir unser Stroh. Kein Problem für den Kleinen, so eine Ladung. Zieht er eben so weg.
das hat ja schon mal hervorragend geklappt. Jetzt haben wir ihn umgebaut. Der Weidemann kann den Wagen eben zum Stück ziehen für Stroh. Der sollte eben noch nicht die schweren Wickelbeine unbedingt ziehen, weil da doch ganz schön Gewicht drauf war. Das ist mit dem Getriebe vom Weidemann doch nicht so schön, beziehungsweise ist ja nur Hydro-Starkgetriebe. Da musst du nicht so lange Strecken mitfahren. Da ist das mit dem Trecker doch schöner. Aber jetzt das Stroh ist nicht zu weit weg und ja auch nicht so schwer, dann kann der da sehen, da hinten. Wenn meine Frau jetzt sehen, mit dem Auto los muss und was holen, dann mache ich das Stroh holen alleine. So, Reifen haben wir schon mal umgezogen. Ich habe jetzt aber doch erst die Kleinen drauf gemacht. Ja, ich hatte keinen passenden Bock und ohne, also beide Reifen abmachen und dann nur Böcke unter, war ein bisschen zu unsicher. Deswegen habe ich doch lieber die kleinen Reifen eben drauf genommen. Und dann können wir nachher auch eigentlich den Kartoffelruder mal eben rausziehen. Und dann zumindest eine Reihe schon mal testroden, wie die so aussehen, die Kartoffeln. Deswegen haben wir die kleinen drauf gemacht. Vorne passt das in der Dämme auch mit den großen, deswegen konnten die sitzen bleiben. Ja, dann laden wir die anderen eben ein, fahren zu Emich Holz und dann gibt es zwei neue Puschen. So, da sind die neuen. Beziehungsweise die alten haben wir wieder mitgenommen. Ja, einen habe ich eben ausgeladen. Ich habe es nur für die Aufnahme schon mal eben vorbereitet. Die alten Decken haben wir wieder mitgenommen, weil die normalerweise sogar, mein wagt es kaum glauben, verkauft sind. Ich hatte die eben auf eBay reingestellt, beziehungsweise heute Morgen. Ja, dass die nur für heute abzugeben wären. Weil, wenn sie keine gemeldet hätte, hätten wir da einfach ja, Entsorgung für bezahlt und dann hätten wir sie unter Füße raus. Und so will die jemand normalerweise noch für schmalen Taler haben. Was er damit vorhat, weiß ich nicht. Mein Handy ist leider auch gerade aus, ich muss nochmal gucken. Ich hoffe, dass er auch noch kommt und die abholt. Ansonsten haben wir zwei alte Decken noch hier. Naja, wäre das zur Not, aber auch noch so. Ich schmeiß mir schon mal eben raus. Jo, jo, jo. Okay. So, und dann sind hier die neuen. Also da ist doch noch jede Menge mehr Profil drauf. Gleich einen halben Meter größer gefühlt. Sind jetzt übrigens Wredestein wieder geworden. Traction Plus. Und dann selbe Größe. Wo steht denn hier am besten drauf? Da. 480, 70, R34. Also genau das gleiche, was da vorher auch drauf war. Ich hätte gerne noch eine Nummer größer genommen und eine Nummer breiter, weil es im Radkasten auch gepasst hat und ja, ich wollte jetzt aber nicht wieder extra mit Voreilung ausrechnen, ob das auf Felge passt. Und dann hätte sie wieder bestellen müssen, die hatten sie nämlich gerade beim Händler, die haben sie innerhalb von einem Tag da rangekriegt, Emich Holz. Daher passte das. Auf die war sogar noch eine Sonderaktion, daher waren sie noch einen kleinen Ticken günstiger als normal, dann hat das auch gerade gepasst und ja, deswegen ist es die gleiche Größe geworden. Größer ist natürlich mal schöner, aber mein Gott, passt. Da ist der ja, 30 Jahre jetzt gut mitgefahren. Vor allen Dingen sind das, glaube ich, auch noch die ersten Reifen da, wie vor 30 Jahren. Also die sind auch hart wie ein Brett jetzt. Ich freue mich schon, wenn wir die neuen drauf haben. Da fährt man dann doch deutlich angenehmer und wie auf Wolken, denke ich mal. Vor allen Dingen mit den Wredestein-Reifen war ich bis jetzt eigentlich immer zufrieden, dass sie gut federn und so. Ist übrigens kein Sponsoring, habe ich selbst bezahlt. Genau, vorne lassen wir erstmal noch. Da sind BKT ja im Moment noch drauf. Haben aber auch noch gut Profil. Deswegen wollte ich die jetzt noch nicht runterschmeißen. Das wäre nämlich das nächste geworden. Wenn man hinten breiter macht, ob man vorne auch breiter macht, dann musst du wieder mit dem Einschlagen gucken. Jetzt passt das nämlich genau bei vollem Einschlag, dass er gerade da vorbeiläuft. Dann hättest du das wieder alles einstellen müssen und so. Und deswegen, ach, ist dieselbe Breite. Und wenn wir vorne irgendwas Breiteres brauchen, wenn wir vorne irgendwas Neues brauchen, wird das wahrscheinlich die gleiche Breite brauchen, damit wir da nicht hin und her stellen müssen. Und dann haben wir jetzt aber erstmal Ruhe. Und hoffen nicht, dass sie nach dem nächsten Pressen auch wieder platt sind. Das wäre es ja noch. Ja, sind jetzt übrigens schlauchlos, wie gesagt. Ich dachte, in den alten sind auf beiden Seiten Schläuche drin, aber war tatsächlich nur auf dem einen, wo wir den schon immer gefleckt haben. Der andere lief bis jetzt schlauchlos die ganze Zeit. Man mag es kaum glauben bei den Rissen, aber war wirklich so. Naja, aber erstmal werden die schmalen da, denke ich, drauf bleiben, dass wir morgen mal eben Kartoffeln roden. Und dann haben wir noch unser Heu liegen. Dann werde ich wahrscheinlich noch einmal umziehen auf die Breiten wieder, dass wir damit dann noch einmal schwaden oder zumindest die Presse damit fahren. Weil 611er hat erst später TÜV. Da können wir noch mal eben schnell gucken. Im Grunde fehlen da hier nur noch
Die Bleche und vorne die Kotflügel mussten wir oder müssen wir noch bestellen. Deswegen eigentlich ganz gepasst hat mir das mit den Reifen nicht, weil die alten Kotflügel sind auch nicht ganz günstig. Hinten brauchen wir noch Verbreiterung. Und vorne wollten wir auch Schwenkbare haben. Da kosten, glaube ich, allein die Halter pro Seite. Was, ich glaube, pro Seite war es 250 Euro plus dann die alten Plastikschalen da. Also da bist du auch mal ganz schnell in Tausender und über 1000 los, wenn du hinten auch Skier machen willst. Deswegen, aber es nützt jetzt ja nichts. Bevor man die jetzt noch achtmal wieder flicken lässt und die jeden Morgen platt sind und man sich darum ärgert, jetzt einmal neu und gut ist. Ja, soweit der Stand mal eben. Ach so, 611, warum ich hier eigentlich hergelaufen bin. Ich wollte nur eben zeigen, den Endtopf habe ich erstmal eben noch reingebaut, beziehungsweise die Brücke. Die Schraube noch gar nicht angezogen, Tatsache, die habe ich vergessen. Die ist schon mal wieder dran und dann fehlt das Rohr noch und dann hier ja, Tank natürlich. Und dann ist das aber schon wieder alles drauf und sieht auch wirklich alles sehr gut trocken aus. Ja, und dann haben wir den eigentlich schon wieder zurecht, denke ich mal. Irgendwo ein Ölfleck ist hier gerade, sehe ich. Wo kommt das her? Das muss ich nochmal irgendwie lokalisieren. Sehe ich so auf Anhieb nicht, wo das herkommt. Naja, da müssen wir irgendwann nochmal dann bei. Aber hier ist auf jeden Fall alles trocken, was ich so sehen kann. Und die eine Baustelle ist auf jeden Fall ja, beziehungsweise zwei Baustellen. Einmal noch hier Dichtungsringe einmal tauschen, links und rechts. Da kamen zumindest die letzten Jahre immer so ganz bisschen raus. Schlimm ist aber hier, dass die Dichtung einmal wieder neu kommt. Wenn man längere Zapfwellenarbeiten hat, dann steht hier immer ein bisschen Öl drin. Das ist auch auf jeden Fall nicht so schön. Also das muss noch gemacht werden. Ansonsten, ja, Gott, Baustelle ist das eh, bis man den richtig schier hat, aber zumindest wieder einsatzbereit dann. Zwischendurch noch eben schnell bei den Kühen. Wir haben die jetzt in der Raufe alle einmal eingefangen, weil gleich Tierarzt kommt und dann werden die einmal Blutproben gezogen. Ja, muss man einmal jährlich machen, um auf, was war das, BAV1 glaube ich heißt es, untersucht zu werden. Und das geht mit der Raufe natürlich ideal, eben ein bisschen kraftvoller hier rein. Und dann auch festgestellt und dann sitzen hier drin. Nur die kleinen Kerbe, die haben noch nicht ganz so viel Masse, die kommen hier raus, wenn sie wollen. Aber die sind eigentlich so zahm, dass man die eben anfassen kann im Schwanz. So, das wird am Schwanz hier unten ja genommen, eben reingepiekt und fertig ist. Also das kriegt man auch so hin. Ja, ich habe die Presse jetzt nochmal eben einmal abgewaschen, von außen natürlich nur, und einmal eingeschäumt, dass der grobe Dreck da einmal rauskommt. Beziehungsweise, ja, der Dreck von der Außenhülle. Weil das war so staubig und dann hat die einmal ein bisschen Dieselring leider gekriegt, deswegen klebte das alles so dran, dass wir das eben einmal alles runterkriegen. Von innen ist eigentlich schon relativ sauber, einmal gut durchgepustet. So sieht es im Moment jetzt aus. Im besten Fall muss ich ja noch einmal ersten Schnitt pressen. Dann wird es eh noch ein bisschen dreckig wieder, da den Deckel hätte ich noch machen können, aber ja gut. Und wenn sie sauber ist, soll sie mal eben in eine Halle wieder rein, dass sie unter Dach kommt. Dann wollen wir hier einmal klar Schiff machen in der Halle, einmal aufräumen. Ja, die Heuballen hier raus, die Schränke eben raus. Einmal durchfegen, hier alles an der Seite stellen, beziehungsweise einmal alles aufräumen, dass die Presse hier gut stehen kann. Dass wir hier dann wieder Platz haben. Und ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Endlich mal das Video von der Spritze noch zu machen, vom Wender, vom Viehwagen, das steht ja noch aus, und Vorstellungsvideo von der Presse an sich natürlich. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, beziehungsweise jetzt kann ich auch ein paar Worte mehr zu der Presse sagen, wo ich die ein paar hundert Beinen gefahren bin, zu Vor- und Nachteilen und so. Deswegen wollte ich das noch nicht ganz zu Anfang machen, aber jetzt kann ich da gut was zu sagen. Wenn ich dazu komme, mache ich das auf jeden Fall fertig, die Videos. Ja, genau, dann können wir, wenn das alles verstaut ist und hier ein bisschen Platz endlich mal auf dem Hof ist, die Kartoffelrute rausholen, dass wir im besten Fall morgen damit los können und schon mal eine Reihe rausholen können. Ja, so. Das hat jetzt ein bisschen eingewirkt. Einmal habe ich mit Klarwasser übergewaschen, jetzt einmal eingeschäumt und jetzt können wir das einmal abwaschen. Ja, wir sind, wie man sieht, eine Kartoffel in Gang. Hier geht es eigentlich relativ gut. Hier ist zwar grün, aber nicht dicht. Das ist alles so ein bisschen übergewachsen. Da hinten zum anderen Stück, also zum anderen Ende hin, da ist ein bisschen mehr Quäke, da die hier auch gespritzt habe. Da ist trotzdem noch ein bisschen was durchgekommen. Da hat es ein bisschen schlechter zu roden, aber hier geht es eigentlich wirklich relativ gut. Aber ja,
So die geile Ernte ist es nicht, aber hatte ich schon erwartet. Da sind relativ viele Drillinge bei. Ja, aber wenn sie nachher zeigen, was da rauskommt, wenn wir die einmal durch den Sortierer lassen. Wir machen jetzt erstmal zwei Reihen raus und dann fahren wir erstmal nach Hause und dann machen wir irgendwie in ein, zwei Tagen wieder zwei Reihen raus. Dass wir das nach und nach hier rauskriegen. Ja, vor allem hier jetzt, wo wir jetzt gerade sind, da ist Beckli irgendwie nicht viel unter. Aber das hatte man früher auch schon gesehen. Da war der Mais auch irgendwie so ein bisschen runter. Hier stand der auch nicht so gut. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Deswegen, hier ist nicht ganz viel unter. Auf dem anderen Ende ist besser. Aber naja. Ja, dann lassen wir die mal eben raus. Ich wollte das jetzt mal eben in so eine kleine Kiste, in so eine flache machen. Dann kann man die da gleich runter sortieren. Da extra das alles durch einen Sortierer lohnt auch irgendwie nicht. Vor allem, weil so viele kleine bei sind, kannst du lieber die großen mal eben raussortieren gefühlt. Falls übrigens jemand so eine Kiste noch sucht haben möchte oder braucht, ich hätte noch ein paar davon abzugeben. Ich habe da so viele von und ja, brauchst du im Grunde alle nicht. Und stehen hier nur am Weg rum, deswegen sollen ein paar von weg. Die sind 1,23 Meter mal 1,16,5 Meter stapelbar. Und ja, so eigentlich für Ersatzteile lagern oder so eigentlich ganz praktisch. Kann man mit dem Radlader mal eben unterfahren und wegsetzen. Dafür sind die eigentlich gut. Oder Kartoffelvorkeim. Dafür sind die eigentlich ganz praktisch. Also wer sowas noch sucht, ich hätte sowas irgendwie 5 Euro pro Kiste und weg damit. Ja, wer da Interesse dran hat, kann sich ja melden. So, dann wollen wir den Bunker mal eben ausklappen. Dann müssen wir noch eben einmal umstellen. Oh, ich glaube hier. Das sieht gut an. Dann einmal Steuergerät. Dann drucklos. Gut. Und dann machen wir einmal Gelenkwelle an und Klappwelle. Und dann können wir am Benzel ziehen. Und dann kann es losgehen. Dann fahren wir den Steidemann da mal eben unter. Können wir gleich hier einfach ziehen und dann geht los die wilde Fahrt. Okay, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin als gedacht. Die anderen Kisten gehen doch besser, die sind ein bisschen breiter. So, die zwei, drei, die hier vorbeifahren, die können wir eben so aufsammeln. Da haben wir eine große Kiste dafür. Alles reinmachen lohnt sich auch nicht für die paar hier. Dann kann ich lieber eine zweite von denen hier holen. So, dann laden wir noch mal ein paar Wickelballen auf. Aber das passt mir ganz gelegen, dass wir die jetzt schon nehmen können, weil es jetzt halt noch schön trocken ist. Und ja, ist ja gut, wenn die jetzt gleich wegkommen hier. So lange lagen die hier noch nicht. Das ist ganz gut. Aufladen mache ich jetzt erstmal mit dem Weidemann, dass man halt flexibler und dann baue ich gleich die Zange an, den Trecker an und bringe die damit dann eben weg. Unser Grünland können wir glaube ich auch schon bald mal wieder einmal mähen, aber eigentlich wollte ich das Silo dann von machen für Rinder. Ich glaube, richtig Heuwetter kriegen wir nicht mehr. Dass wir das noch trocken kriegen, deswegen wollen wir das dann einwickeln. Puh, so, schnelle Umbaumaßnahme Nummer 1 jetzt schon mal. Ja, sieht aber auf jeden Fall schön passig aus, würde ich sagen. Ich bin auf den Fahrkomfort nachher gespannt. Die dürften aber um einiges weicher sein als die anderen Biester hier. Oh, ich bin noch keine 200 Meter gefahren, aber oh mein Gott, ist das geil. Das ist doch schon echt ein heftiger Unterschied zwischen den Reifen jetzt und den alten vom Federungsgrad her. Das ist echt heftig.
Mal gucken, wenn wir dann noch irgendwann ein bisschen Geld über haben, soll hier auch nochmal ein neuer Hocker rauf. Und dann ist das für den Rücken auf jeden Fall auch angenehmer. Das ist ja leider so, da darf man halt nicht sparen, auch wenn man das eigentlich viel zu viel macht. Gesundheit hat man nur eine. Und ein paar Stunden sitze ich hier auch drauf, deswegen muss man auf Federung eigentlich ein bisschen achten. Genau. Moin. Aber dann schon mal einen Schritt nach vorne jetzt mit neuen Reifen. Und wir hoffen, dass wir immer allzeit gut fahren und genug Luft immer haben. Das nächste Mal schon durchgeschwitzt. Erst die Reifen wechseln, jetzt hier ein Beingurten. Also Wickelbeingurten ist gefühlt 10-mal schlimmer als normale Heuballen. Wenn die Folie dann so rutschig ist und wenn der Gurt nur so halb rüber liegt und du einmal stramm ziehst, dann rutscht er gleich wieder runter und oh, hör auf, ey. Naja, die haben mir auf jeden Fall jetzt aber alle fest. Dann sehe ich zu, dass ich die schnell wegkriege. Und wir gucken, wenn wir es schaffen, wollen wir die Kälber die gleich nochmal im Eimer umtreiben. Aber das werden wir sehen. Ob wir das in diesem Block noch schaffen, ansonsten im nächsten. Aber erstmal tackeln. Habe ich das gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Neue Hydraulikschlauch ist am Front natürlich auch angekommen. Also läuft zum Glück wieder alles. Oh, ich werde nicht mehr. Was ist nun los? Wir haben übrigens den nächsten Tag. Und ich bin gerade am Mähen. Eine Fläche hatte ich eben schon abgemäht und war jetzt eben zu Hause wegen Frühstück und meinem Kartoffeln nachstellen und so. Setz mich auf den Träger, will weitermachen. Aber, was soll das? Ich habe jetzt, der klickt ja nicht mal, ich habe jetzt gerade nur eine Vermutung auf die Schnelle, dass das Kabel vom Anlasser vielleicht irgendwie abgezogen ist, weil da eben war eine Moorkuhle, da ist er so ein bisschen weggegangen, ob das Kabel irgendwie einen abgekriegt hat. Wir klettern hier mal eben schnell unter. Und sieht ihr, hier ist überall schon so ein bisschen Erde, da ist er echt ganz schön tief weggegangen. Da hatte ich Glück, dass er sich da noch so rausgefahren ist. Aber Anlasser ist ja neu gekommen, aber die sehen alle fest aus, die Kabel. Was soll das? So ein bisschen sprach- und ratlos, muss ich sagen. Okay, ja, ich schaue nochmal, was hier los ist. Oder geht hier noch ein Kabel mit dran? Ist hier eins ab, aber hier hängt ja nichts runter. Okay, ich guck nochmal. Doch, na klar hängt da ein Kabel und muss eins hin. Es ist abgerissen. Hier. Also Vermutung doch richtig gewesen. Ja gut. Mal eben einmal neu Dingsbums raufkrimpen. Und dann geht's. Wir halten mal eben hier ran. Ob das wirklich gewesen ist, aber wird wahrscheinlich so sein. Dann ist es ja auch nur kleine Reparatur, aber trotzdem nervig. Ja, das war, weil der einmal da weggegangen ist. Und ein bisschen Tiefgang hatte. So. Dann geht's auch. Wunderbar. So, dann können wir doch noch ein bisschen mähen zum Glück. Also, wir wollen einen zweiten Schnitt jetzt machen. Bisschen steht hier drauf. Teilweise richtig gut. Aber das ist eigentlich vor allem Säuberungsschnitt, so wie hier. Das ist jetzt so die schlimmste Ecke mit, wo so viele Binsen standen. Und sieht, die treiben alle so ein bisschen aus, noch nicht alle zum Glück, also da sind noch ein paar kaputt geblieben bei. Aber dass wir die nochmal einen Buffy geben und dass wir dann, wenn die Narbe kurz ist, nochmal einmal Gras nachschlitzen können. Und dann wollte ich normalerweise hier auf diesen binsigen Ecken schon ein bisschen Mist streuen, dass es da schon mal Zeit hat zu vergehen. Und ja, wenn das wirklich doll nachwachsen sollte jetzt übers Jahr noch, würden wir es einmal mulchen. Ich wollte ja eigentlich nicht noch einen Schnitt runterholen. Das können die Kühe dann noch kriegen, das soll Silo werden, das wollten wir nicht zu Heu machen. Wenn die nämlich einigermaßen jung noch sind, dann würden die diese auch mitfressen, wenn die noch ja, im Silo ein bisschen Feuchtigkeit haben, dann mit Messern geschnitten sind, dann suchen sich die eigentlich nicht so doll raus. Das ist nur, wenn die wirklich groß und hart sind, dann frisst das eigentlich keiner mit. Aber so sollte es eigentlich noch gehen, aber dass das mal eben einmal sauber kommt, die Narbe ein bisschen kurz, dass wir hier noch ein bisschen Pflegemaßnahmen mitmachen können. Deswegen wollen wir das noch einmal mähen, das ist eigentlich wichtiger als das Futter, für mich zumindest. Ja, Frontlader habe ich jetzt alles noch dran gelassen, Ballenzange auch, weil ich die nachher eh noch brauche. Dann wollte ich das ganze Gemüse nicht noch extra abbauen. Ja, eine Fläche hatte ich eben schon und dann hier noch eben alles. Das sind irgendwie so 10-11 Hektar, die wir jetzt eben abmachen für den zweiten Schnitt. Und dann haben wir das auch. Ich muss sagen, teilweise ist doch ganz gut Futter drauf, auch noch schön.
oder? So wie hier, das war jetzt so eine Teilfläche, wo wir als allererstes den ersten Schritt gemacht haben. Das hatte natürlich noch 3-4 Wochen länger Zeit zu wachsen. Und jetzt gleich gehen wir runter, wo wir jetzt erst vor kurzem den gemacht haben. Das liegt jetzt auch noch alles weg. Aber sieht man allein von der Narbe her, ist alles viel grüner, weil das noch nicht so hoch gewachsen ist. Aber das kommt jetzt alles noch einmal mit runter, dass es einmal alles auf gleichem Stand ist. Moin. So, das war schon mal Fläche Nummer 1. Und dann setzen wir mal eben rüber und dann hier noch so ein bisschen Fiddelkram und dann haben wir es auch schon. Ich muss gleich mal im Wetterbericht gucken. Normalerweise wollte ich das alles zu Silo machen, allerdings hier ein, zwei Ecken sind eigentlich so weit, dass da ganz gut was draufsteht. Jetzt gleich auch, dass sich das von der Masse zumindest lohnen würde, da Heu von zu machen. Also wie hier steht eigentlich ganz gut was drauf, auch schönes Gras. Ja, schaue ich gleich mal eben, ob sich das lohnt oder eher nicht. Beziehungsweise ich kann das jetzt auch eben mit euch zusammen machen. Denn ja, ist aufgeladen. Aber eben hatte ich das nämlich vor dem Frühstück, wollte ich schon was filmen von mir. Und die GoPro raus, ja, 1% Akku, bumms aus. Genau, ja, filmt ihr mit dem Handy, Handy rausgeholt, 2% Akku, also 20 Sekunden gesprochen, auch aus. So, heute 22 Grad, 0 mm, Dienstag 25 Grad, 0 mm, dann schon wieder Regen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen, ich meine, das ist mir zu unbeständig. Dann ist zwar wieder trocken, vielleicht geht eine Millimeter nachher noch wieder raus, aber ja. Dann kann man zumindest alles in eins einmal pressen und wickeln. Dann haben wir alles weg. So, die Masse kommt hier dann ja auch nicht zusammen. Überlege ich mir noch mal einmal, aber ich glaube, bis jetzt wird, glaube ich, alles Silo. Mähen habe ich fertig. Ja, ich denke mal, dass ich das morgen alles zusammenschwart und dann mache ich das alles zusammen in Silo für unsere Kühe und dann ist das auch weg und abgeschlossen. Ja, das war das. Und dann muss ich im besten Fall nachher nochmal eben den Schwader anbauen und unseren ersten Schnitt zusammen machen. Bisschen was haben wir noch liegen, was ein Streuheu wert. Ich gucke da gleich mit dem Auto mal im Hand, ob ich das noch einmal wenden müsste oder schon schwaden kann. Aber ich denke mal, Schwaden jetzt ist so relativ luftig noch und auch noch schön warm. Eigentlich sollte es trocken sein. Nochmal eben kurz 6-11er Thematik. Kotflügelverbreitung habe ich eben zum Metallbauunternehmen hier ein paar Orte weitergebracht, die fertigen mir was an. Und dann haben wir jetzt noch eine schwarze Abschlusshülle hier bestellt. Also quasi kommt jetzt einmal Metall. Ich glaube 12,5 cm und dann die letzten 6,5 oder 7,5, was das letzte Teil ist, kommt dann davor. Ja, Kotflügel für vorne habe ich bestellt und schwenkbare Kotflügelhalter. Ich hoffe, dass wir die halbwegs irgendwie hier raufkriegen. Müssen wir ein bisschen rumbasteln wahrscheinlich. Aber dann sollten wir die da auch raufkriegen, dass der dann hoffentlich nächste Woche zum TÜV kann und da auch rüberkommt. Das mal eben zu dem Thema. Ja, ansonsten ganz und Verkleidung können dann auch schon wieder ran. Passt dann ja soweit alles. Beziehungsweise wollen wir dann auch noch lackieren lassen normalerweise. Das kommen wir aber im anderen Vlog oder im übernächsten Mal so dazu. Erstmal das TÜV kriegt. Ja, ich würde sagen, dann soll es das gewesen sein für diesen Vlog. Ich mache mich schnell anschneiden und dann sehen wir uns frisch und munter wahrscheinlich beim Pressen wieder. Wir haben auch noch zwei neue Rollen Garn gekriegt, Garn hätte ich schon gesagt, Netz für die Rundbeinpresse, die probieren wir nochmal aus. Das sind jetzt 1,25 Meter, mal gucken, wie das da mit der Ballenüberdeckung dann funktioniert, ob die dann besser aussehen. Aber das werden wir im nächsten Vlog alles sehen. Naja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Guckt in den nächsten Vlog wieder mit rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich auf dem 6-11er. Bis dahin, ciao.